Servus, grüß euch. Heute auf der Etappe von Schwandorf nach Amberg bin ich an relativ vielen Plakaten vom Seehofer und vom Ude vorbeigeradelt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es geht eigentlich nur noch, wer wird denn von den beiden werden? Und es geht eigentlich gar nicht mehr um Inhalte. Wir von der ÖDP finden genau, es sollte wieder um die Inhalte gehen. Und darum machen wir ein Volksbegehren zur Direktwahl des bayerischen Ministerpräsidenten. Klaus, du hast dir das federführend mit ausgearbeitet und angeschoben. Vielleicht magst du mir erklären, was sind denn die Ziele dieses Volksbegehren und warum sollte man das ja, machen? Ja, ganz schlicht und ergreifend. Wir haben momentan die Situation, dass der Ministerpräsident ja nicht direkt vom Volk gewählt wird, sondern von der Parlamentsmehrheit. Ich muss also jemanden akzeptieren, den ich selber vielleicht gar nicht wählen würde. Und wir haben das nächste Problem, keine saubere Trennung zwischen der Regierung und dem Parlament. Zeigt sich immer dann, wenn man Untersuchungsausschüsse hat. Vor kurzem ist ja einer abgeschlossen worden, da hat man erstaunt festgestellt, dass alle an einem Strang gezogen haben, denn üblicherweise laufen Untersuchungsausschüsse so ab, dass die Parlamentsmehrheit die Regierung verteidigen muss. Das hängt eben mit dieser Abhängigkeit zusammen. Daher haben wir uns einen Gesetzentwurf zur Änderung der Bayerischen Verfassung ausarbeiten lassen von Professor Decker und von Professor von Arnim. Die haben das für uns gemacht und die Zielrichtung ist die Direktwahl des Ministerpräsidenten, so wie man es halt beim Landrat oder beim Bürgermeister kennt, mit dieser klaren Trennung der Aufgaben Regierung und Parlament. Und die Parlamentsaufgabe vor allen Dingen ist die Kontrolle der Regierung. Also das heißt, Abgeordnete, die in die Regierung wechseln, säßen danach nicht mehr im Parlament. Ganz genau. Also eine klare Trennung der verschiedenen Funktionen mit aus unserer Sicht vielen Vorteilen, unter anderem auch den Vorteil, dass das Parlament in seiner Gesamtheit gestärkt wird. Also man meint jetzt, es wäre eine Parlamentsschwächung, wenn der Ministerpräsident direkt gewählt wird, aber dort, wo man präsidiale Systeme hat, weiß man, dass das Parlament eine ganz wichtige, stärkere Funktion hat, als man in der jetzigen Situation, diese Zusammenarbeit haben zwischen Regierung und Parlament. Und dann wird es endlich auch wieder um Inhalte gehen im Wahlkampf und nicht nur um Personenkult, ja. Der wird halt abgekopfelt. Und es funktioniert, das sehen wir bei den Bürgermeistern, auch wenn einmal ein Bürgermeister keine Mehrheit vor Ort hat, dann sucht er sich, dass das klappt. Was wird jetzt eigentlich so ein Ministerpräsident alles umsetzen? Ich glaube, wir schauen uns das mal kurz im Video an. Da gibt es, glaube ich, ein Video. Da gibt es ein Video. Nehmen wir einmal an, der bayerische Ministerpräsident wären Sie. Gut, es ist schon optisch eine deutliche Verbesserung, aber davon mal abgesehen, als Ministerpräsident können Sie Ihre vielen guten Ideen endlich Realität werden lassen. Lassen Sie doch mal hören. Aha, Sie würden weniger repräsentieren gehen und sich feiern lassen und stattdessen 20% des Haushalts für Bildung ausgeben? Klingt gut. Statt immer neue Autostraßen würden Sie... Was der Ministerpräsident noch alles so machen würde, das könnt ihr euch selber anschauen und ihr könnt ja gern euren Kopf hinein montieren in das Video oder den von euren Freunden, Verwandten und Bekannten. Schaut mal vorbei, www.dubistpräsident.de.